Stress oder schon Burnout-Gefahr? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Raus aus dem Hamsterrad und wie du stattdessen dahin kommst, wo du wirklich hin willst. Wenn du dieses Video bis zum Ende schaust, erfährst du, ob du bereits kritischen Stress hast, also eine Burnout-Gefahr besteht und was du dagegen tun kannst. Heutzutage wird viel von Burnout geredet. Und viele Leute, die sagen, ja, ich habe einen Burnout, die haben natürlich keinen Burnout. Weil wenn du wirklich einen Burnout hast, dann merkst du es in der Regel nicht mehr selbst. Und dazu ist dieses Video da, damit du rechtzeitig merkst, wenn dein Stress in den kritischen, in den roten Bereich dreht. Burnout ist eine sogenannte Stressfolgeerkrankung und verläuft schleichend. Das heißt, wenn du betroffen bist, wirklich schon betroffen bist, merkst du es nur ganz am Anfang und hast nur am Anfang selbst die Chance, gegenzusteuern. In der ersten Phase eines Burnouts, und das ist die Phase, wo du selbst noch etwas tun könntest, bist du vermutlich sehr engagiert für deine Arbeit und zeigst ganz besonderen Einsatz. Möglicherweise gehen die Dinge schon ein bisschen langsamer und du hast Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, aber mit erhöhtem Einsatz, mit erhöhtem Engagement schaffst du das Ganze. Bis in der zweiten Phase ein Rückzug erfolgt, du wichtige soziale Kontakte vernachlässigst, Hobbys, die dir wichtig waren, überhaupt nicht mehr pflegst, verleugnest, dass es überhaupt Probleme gibt. Vielleicht nimmst du auch Hilfe von Alkohol oder Medikamenten in Anspruch, bis dann in der dritten Phase eine totale Erschöpfung, eine innere Leere, ein Gefühl der Sinnlosigkeit und eine sogenannte Erschöpfungsdepression eintritt. Soweit solltest du es nicht kommen lassen. Ich möchte dir für diese verschiedenen Phasen und den Ablauf eines Burnout-Syndroms ein ganz einfaches Beispiel geben. Stell dir vor, du hättest einen inneren Akku. Und dieser innere Akku leert sich, weil du entweder keine Anzeige hast über den Akkustand oder die Akkuanzeige einfach missachtest. Was passiert, wenn du weitermachst wie bisher? Der Akku leert sich immer mehr und du arbeitest immer weiter. Und brauchst vielleicht viel mehr Zeit als vorher, weil die Leistung, weil die Energie nicht mehr stimmt, wenn der Akku sich leert. Wenn der Akkustand dann wirklich ganz, ganz niedrig ist, dann merkst du es allmählich. Und plötzlich ist der Akku alle und es geht nichts mehr. Lichter aus, Shutdown. Ein Burnout kann prinzipiell jeder bekommen. Besonders gefährdet sind aber soziale Berufe, Berufe mit hohem Verantwortungsdruck, dann, wenn du eine große Arbeitsdichte, eine hohe Arbeitsintensität hast, wenn du zum Beispiel persönlich hohe Eigenansprüche hast, ein Perfektionist bist oder wenn von außen bei deiner Arbeitsstelle dir der Freiraum eingeengt wird. Das heißt, wenn du einfach nicht frei entscheiden und handeln kannst, wie man so schön sagt, wenn du fremdbestimmt bist. Das alles fördert ein Burnout. Und häufig bekommen gerade Menschen, die für etwas brennen, die für etwas besonders engagiert sind, ein Burnout. Dieses besondere Engagement, diesen besonderen Arbeitseinsatz kann man aber auch übertreiben. Man sagt dann dazu Overcommitment. Das ist, wenn du deinen Akku entleerst für andere. Und wenn du dann von außen, von anderen, keine ausreichende Wertschätzung für deinen großen, allenfalls übermäßigen Arbeitseinsatz bekommst, dann gerätst du in eine sogenannte Gratifikationskrise. Das heißt, du bekommst kein ausreichendes Dankeschön für deinen Einsatz. Wenn du so willst, du kommst nicht wieder an die Ladestation. Die Ladestation für deinen Akku wird dir verwehrt. Wie kannst du nun erkennen, ob du bereits an kritischem Stress leidest und dringend etwas tun solltest? Es gibt einige Alarmzeichen. Zum Beispiel Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. Das heißt, wenn du bei der Arbeit ständig länger Zeit brauchst als früher und du die Sachen nicht so schnell erledigen kannst, Termine vergisst und dich selbst nicht mehr wiedererkennst. Wenn du bestimmte körperliche Symptome hast, für die sich keine Ursache findet, häufige Kopfschmerzen, Rückenschmerzen zum Beispiel. Wenn du Gedankenkreisen hast, grübelst, nicht zur Ruhe kommst und Schlafstörungen entwickelst. Das ist ein relativ typisches Zeichen für Überlastung, für ein drohendes Burnout, wenn Schlafstörungen dazutreten.
Wenn du dann noch anfängst, dich zurückzuziehen, also konsequent eigene Hobbys vernachlässigst, nicht mehr auf eigene Bedürfnisse achtest, vielleicht sogar mit Menschen, mit denen du dich eigentlich gut verstehst, also im Freundes- oder Familienkreis, aneinander gerätst, weil die anderen sagen, ja, du bist gar nicht mehr so wie früher, dann solltest du wirklich einen Moment innehalten und überlegen, ob du die Notbremse ziehen musst. Vielleicht, wenn du ehrlich zu dir bist, trinkst du auch mehr Alkohol als früher oder nimmst Medikamente, die dir helfen, deine Arbeitsleistung aufrechtzuerhalten oder zum Schlaf zu kommen oder durchzuschlafen oder den Tag überhaupt leistungsfähig zu überstehen, dann sind das wirkliche Alarmzeichen und du solltest handeln. Es gibt aber auch noch ein anderes Zeichen, was dir sehr einfach zeigt, dass dein Akku leer wird und nicht wieder ausreichend aufgeladen wird. Das ist nämlich, wenn du dich nach dem Wochenende nicht mehr richtig erholst oder wenn du dich sogar nach den Ferien nicht mehr erholst, dann ist es wirklich kurz vor 12. Wenn also eines oder mehrere der genannten Alarmzeichen auf dich zutreffen sollten, dann solltest du dir einen Moment Zeit nehmen, in Ruhe für dich selber und überlegen, was lädt meinen Akku wieder auf? Was brauche ich? Was sind meine persönlichen Bedürfnisse? Was tut mir gut? Entspannung, Sport, soziale Kontakte. Und dann ist es ganz wichtig, gerade wenn du meinst, dass du keine Zeit hast, dass du diese Zeit dafür einsetzt, um deinen Akku wieder aufzufüllen. Denn was nützt es, wenn du immer weiter telefonierst, mit deinem Handy zum Beispiel, und du lädst den Akku nicht wieder auf? Dann kannst du irgendwann gar nicht mehr telefonieren. Das heißt, du musst dir die Zeit nehmen, den Akku wieder aufzuladen, bevor er leer ist. Und zwar rechtzeitig. Mit dem Akku aufladen ist es ein bisschen wie im Flugzeug mit den Sauerstoffmasken. Du kennst das vielleicht, wenn bei der Sicherheitsübung erklärt wird, nehmen Sie sich zuerst die Sauerstoffmaske, bevor Sie anderen helfen. Also nimm du zuerst deine Sauerstoffmaske, also lade deinen Akku auf, bevor du anderen weiterhilfst. Und wenn du das nicht mehr schaffst, dass du die Sauerstoffmaske für dich nimmst, dann hol dir bitte Hilfe und Unterstützung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst und deinen besten Freunden und Kollegen empfiehlst. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Deine Sabine.